Ja, Michael, herzliche Gratulation nochmal. Du bist der Gewinner des Prix Plü 2012. Merci vielmals. Hast du damit gerechnet? Nein, gar nicht. Es hat mich natürlich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Aha. Ich bin sehr überrascht gewesen. Ja, erzähl uns doch vielleicht so ein bisschen, wie sieht im Moment so dein Leben aus? Du bist viel unterwegs, spielst gerade viel Konzerte. Mhm. Ja, also im Moment bin ich vor allem live unterwegs, also spiele eben viele Konzerte in der Schweiz und in Deutschland. Das ist so ein bisschen das meiste, was ich mache. Und jetzt gerade noch viele Songs schreiben für die Zukunft, für ein neues Album. Schon für das nächste Album? Genau, ja. Super. Ja, du kannst heute Abend ja leider beim Kulturfenster nicht dabei sein. Von daher freuen wir uns sehr, dass du jetzt hier bist und wir dir den Preis übergeben konnten und dass du dir Zeit genommen hast, auch noch an dem Workshop teilzunehmen. Das ist sehr schön. Wo werdet ihr heute Abend sein? Heute Abend spielen wir in Luzern, so einem Club-Festival. Ja, das ist eigentlich da, wo deine Musik hingehört, oder? Ja, das ist ja das, was ich am liebsten eigentlich mache. Bühne, live spielen, mit der Band, das ist schon das Coolste. Ja. Wie läuft dein Album Hope? Ist im letzten Jahr herausgekommen. Bist du zufrieden so oder wie gehen die Verkäufe? Ja, sehr. Also ich bin sehr zufrieden. Also es ist wirklich gut gelaufen oder es läuft bis jetzt gut mit dem Verkauf und mit der Medienresonanz und einfach auch mit Feedbacks von den Leuten, die das gut finden oder ja. Die berührt sind oder die irgendwie das ja. Im Leben irgendwie ein Teil geworden ist, oder? Für den Moment. Kriegst du da viel Rückmeldung von Einzelnen? Ja, schon. Also erfreulich viel. Freut mich natürlich sehr, zu hören. Schlussendlich ist es ja das Schönste, wenn es die Leute irgendwie berührt oder gefällt. Und das ist für mich irgendwie wichtiger als jetzt von den Medien einfach beachtet zu werden oder was auch immer, sondern wenn wirklich die Leute, die Musik irgendwie sie berührt und ihnen etwas sagt. Und das ist natürlich das Schönste. Was ist so dein Wunsch als Musiker, eben wenn du viel live spielst, was möchtest du erreichen? Was wünschst du dir, was deine Musik auslöst? Was ich wünsche mir vor allem, dass Musik berührt, also dass Leute wirklich berührt sind. Sie sollen vor allem ermutigen und Hoffnung schenken, darum das letzte Album Hope. Also ich finde es schön, wenn es den Leuten nachher besser geht oder sie Kraft tanken. Das ist so die eine Seite und auf die andere Seite, gerade auch live, wo die einfach auch, dass es eine coole Zeit ist, dass die Leute cool finden, dass man kann einfach eine gute Zeit miteinander haben. Ja. Du hast jetzt in deinem Album Hope ganz klar auch christliche Themen, also thematisiert. Du hast in dem Sinne, da nimmst du kein Blatt vor den Mund. Wie sind da so die Reaktionen? Eigentlich durchaus positiv, also es ist irgendwie bis jetzt noch keine eigentlich negative Reaktionen bekommen. Weil ich das Gefühl habe, die Leute können es relativ gut annehmen, weil es irgendwie einfach meine persönliche Meinung ist. Also ich schreibe ja auch Songs aus meiner persönlichen Überzeugung oder was ich erlebe und so weiter. Und das merken nämlich auch die Leute, dass es irgendwie meine Meinung ist und so, wie ich es erlebe. Und es hat nicht so, dass so ist es jetzt, so läuft es richtig und alles andere ist falsch, sondern es ist einfach so, so erlebe ich es und so ist es für mich oder das glaube ich. Und durch das können es die Leute irgendwie akzeptieren oder auch nicht Christen. Ja, ich glaube auch, dass insbesondere irgendwie wirklich die Sprache unserer Zeit damit getroffen hast. Also deswegen haben wir dich auch mit ausgewählt als Preisträger, dass du wirklich in unsere Generation hinein eine Sprache gefunden hast, das auszudrücken, was dir auch als Christ und Musiker auf dem Herzen ist. Das hat mich berührt, als ich deine Songs so das erste Mal gehört habe. Ganz toll. Wenn du jetzt so einen Tipp hättest an andere junge Musiker, vielleicht auch von dem, was du falsch gemacht hast oder was du vielleicht nicht normal so machen würdest, was würdest du ihnen mitgeben? Also ich glaube, das Erste ist sicher einfach dranbleiben. Also das ist etwas, was ich selber für mich immer wieder herausfordernd war. Ich glaube, vor dem Album, vom letzten Album, habe ich so Zeit lang so Zeit gehabt, wo ich teilweise gedacht habe, bringt es das wirklich, soll ich nicht einfach wieder etwas anderes machen? Mhm. Weil es einfach teilweise Momente gibt, die nicht so einfach sind oder die herausfordernd sind. Oder vieles ein bisschen langsamer gelaufen ist, als ich das gerne gehabt hätte. Gerade als ich angefangen habe, und ich dachte, ja, jetzt mache ich das mal und es läuft dann. Und dann merkst du halt irgendwie, es gibt viele Herausforderungen oder vieles, was nicht so schnell geht.
Und darum denke ich, dranbleiben sicher das eine und das andere ist einfach immer besser werden. Also das ist das, was ich auch versuche, irgendwie von Konzert zu Konzert oder von Song zu Song einfach immer besser werden. Nicht nur musikalisch, sondern einfach auch irgendwie immer mehr auf den Punkt bringen, was man will überbringen, was für Emotionen oder was auch immer. Ja. Wie sieht jetzt so dein Jahr aus im weiteren Verlauf? Was hast du dir für dieses Jahr noch vorgenommen? Also wir werden viel live unterwegs sein, gerade jetzt noch einige Clubs und dann auch Festivals und so, wenn wir ein paar Sachen machen. Und nebenan wird immer noch ein Album arbeiten, wo jetzt anfängt. Also dir wird das Jahr mit Sicherheit nicht langweilig? Nein, ganz sicher nicht. Du hast uns noch ein Lied mitgebracht, so ganz unplugged. Ja. Yeah. Ich freue mich drauf und das war es Michael Meschby. Wenn ihr mehr von ihm sehen möchtet, dann schaut auf seine Homepage, michaelmeschby.com, oder seht den nächsten Bericht bei Arts Plus.